Also, da hilft's, da weiß ich gerade nur eine Lösung, mich in die Kiste hocken, mich dort verstecken, bis der Tag vorbei ist. Tja, gut, und nun. Ja, gut. Jedes Mal, wenn du in Hinweis freischaltest, jobst ein Kätzchen. Die armen Kätzchen. Dieses Gespräch schaltet einen Ort frei. Ja, Mist. Welchen Ort hat das der Penner? Mit dem hätten wir reden müssen. Was nun? Haben wir's verkackt? Ich hab schon mach's gut gesagt. Hauen wir hier ab. Ich will nicht meinen Der Verstand verlieren, so wie Penner. er. Ja, also. Einen neuen Ort freigeschaltet. Hat doch irgendwas verkackt. Da kommen wir her. Ja, also. Einmal heftig gegen das Mikrofon klopfen. Das klingt bestimmt gerade ziemlich blöd. Also, passt oder passt nicht? Nee. Passt immer. Ja. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich nur, warum, ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Babypopo. Da habe ich wohl eine Flasche ganz zufällig mitgenommen. Eine nähere Flasche. Also, passt oder passt nicht? Ich kombiniere die leere Flasche. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Mit. Blödsinn. Ja, das ist natürlich das ist ein sicher, dass ihr das Problem. Soweit hatte ich die komplette Lösung noch nicht. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Eher nicht. Warte,
und eine leere Flasche. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Babypopo. Oh. Da ruft gerade jemand an. Kann ich leider momentan nicht rangehen. Ich habe hier was zu tun. Ja gut. Es wäre unklug, da noch mal reinzugehen. Ja. Es wäre unklug, da noch mal reinzugehen. Das stimmt. Was können wir hier noch tun? Ja, gut, da ist... Es wäre unklug, da noch mal... Ich komme nicht mehr voran. Da stecke ich fest. Danach was bestimmen kann. Die muss ich nicht nehmen. Haben wir es jetzt schon verkackt oder was? Lieber nicht. Muss doch eine Möglichkeit geben, das mal umfüllen. Blöd. Den Penner hätten wir reden sollen. Aber die Pause war schon vorbei. Tja, da bin ich ratlos. Da kann ich nur hin und her und her und hin. Tja. Das Rätsel-Lösung liegt wahrscheinlich doch irgendwie beim Penner. Wo alles begann. Am Deck kann uns nichts mehr freischalten. Tja. Spielstände, ihr seht das auch mal. Ich habe mal das gespeichert. Könnten wir noch zurückgehen. 9.7.19. Jetzt sieht er, wann ich das aufnehme hier. Gerade ist es. Gestern habe ich ziemlich spät aufgenommen. Ja, muss gleich Schluss machen. Könnten wir nochmal eventuell hier hinzugehen? Wir können ja dann einen anderen Speicherstand laden. Und dann noch mit dem reden. Das ist der Zeitpunkt, wo es schon zu spät ist. Da haben wir den Penner schon hinter uns gelassen. Jetzt können wir das eigentlich auch überspeichern.
drüber schreiben. Dann das hier löschen. Ja. Straße, Müll, Kiste, Bau. Da vergrabe ich mich lieber in der Kiste. Ja, im Spiel, in den Rätseln festgesteckt. Bleibt uns nichts anderes übrig, als in der Kiste auf eine Lösung zu warten. Tja. Die Lösung hilft uns auch nicht weiter. Tja. Keine hilfreichen Hinweise. Da haben wir umsonst ein paar Kätzchen getötet. Da hin und zurück. Hin und zurück. Es gibt immer einen Ausweg. Schlüssel zur Flucht ist. Und so lernen immer das Inventar. Ja, das Inventar ist immer so hilfreich. Ich schau noch mal in Mats Wohnung nach. Tja, wenn einem selbst die komplette Lösung nicht mehr helfen kann. Die Küche, die haben wir schon nachgesucht, haben wir schon alles nachgeguckt. Mikrowelle, die können wir nicht öffnen. Nutzlos, das Ding ist schon lange hinüber. Hier ist nichts machbar. Kühlschrank, Geschirrschrank. Oh. Hallo. Oh. Na, wenn das nicht hilfreich ist. Rattengift. Und das können wir jetzt. Das ist keine gut. Hier mixen in die. Nein, der Mais würde das Rattengift nicht einfach so aufsaugen. Ja, gut, eher nicht. Damit will ich den Feuer. Das ist keine gute Idee. Ja. Ratlosigkeit macht sich breit. Himmel. Zurück. Halt dein Inventar. Es passiert gleich, dass man einen alten Standort vergisst. Ja, vielleicht haben wir auch irgendwo was zurückgelassen. Was nicht entdeckt, Kapitel 1, was wir jetzt in Kapitel 2 sehr gut gebrauchen können. Ja, also. Billard. Das ist die Spielkugel. Die wichtigste überhaupt. Die, die ich am wenigsten hasse. Der Pater Roy, der braucht seine Trink. Ja, das ist richtig. Wer gehört jetzt dem guten Pater? Lane. Ich habe erledigt, was sie wollte. Ja, die hilft uns auch nicht weiter. Die hat sich offensichtlich schon geschminkt. Auch wenn man keinen Unterschied sieht. Tja, jetzt ist auch ihr Schminkzeug los. Pater. Ich sollte nur die wirklich starken, schmerzhaften Zutaten reinhauen, um den Cocktail aufzupeppen. Schmerzhafte Zutaten. Ja. Gut. Ein bisschen Brand rein. Brandwein rausmachen. Der Rattengift. Was? Sag nicht, das geht. Für den extra fruchtigen Geschmack. Man merkt, dass das von den Machern von Deponia und Edna bricht aus.
gemacht wurde. Ein Rattengift im Getränk. Hier noch ein bisschen davon. Tja, gleich noch eine Rasierklinge mit rein. Warum nicht? Eine kleine Prise scharfes, rostiges Metall hat noch niemandem geschadet. Ja. Nee, das bringt den bestimmt. Das wirft ihn bestimmt vom Hocker. Jetzt noch hier ein paar Federn rein, noch ein bisschen mehr Metall. Nee. Das klappt nicht. Klebstoff. Nicht. Einfach das Geld mal reinschmeißen. Tja, das ist der Fernbedienung. Das läuft nicht mit Batterien. Aha. Ein paar Batterien. Bisschen mehr Rattengift. Hm. Hat zu vieles gut nach. So, ja. Nicht ein bisschen Batteriesäure noch rein. Ich hab zu viel. Wenn du das. Ich glaube nicht. Damit will ich dir. Das macht keinen Sinn. Batteriesäure können wir dir irgendwie ein bisschen. Da Verkehrskegel auf den Kopf sitzen. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ja, verbesserter Cocktail. Den nehme ich nicht. Aber nicht perfekt. Nicht gerade. Ganz ruhig, Pater. Der Mai Tai ist unterwegs. Ich krieg das hin. Oder nicht. Dann verzweifeln. Würde ich ja. Aha. Ab zu Ende ist Küche. Wieder ein Kätzchen umsonst getötet. Aber gut, das nehme ich jetzt hier, aber nur im Spiel. Mal billigend im Kauf. Um mal hier das Spiel zu schaffen. Mads Wohnung. Ich wollte gerade sagen, Wendes Wohnung ist näher, aber es macht hier durch die Bahn relativ wenig Unterschied. Wasser auffüllen. Wasser in die leere Flasche. Wir spielen wie eine Flasche leer. Aha. In der Küche. Ach, dafür ist das Waschbecken da. Na komm. Jau. So muss das. Volle Flasche. Flasche voll Wasser. Kein Durst. Nicht. Oh, das war. Das Wasser drin. Das ist sicher. Steht nicht. Das ist sicher. Ja. Hm. Und jetzt. Das Wasser noch mit zu mixen. Was soll das bringen? Was soll dieses Wasser da in dem Cocktail bringen? Macht das Ding jetzt perfekt? Fürs Leitungswasser? Oder ist das die Zutat? Für unser Drink? Ach, ich kann die Sequenzen überspringen.
jetzt erst bemerkt, die Zugfahrtsequenzen. Na dann, Wasser. Ich will doch nur umblättern. Das ist sicher. Ich glaube nicht. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Er sagt es. Ich bin so verzweifelt. Ich töte hier noch ein paar Katzen, um weiterzukommen. Aha. Hol den Ring zurück. Find heraus, wo der Ring gekauft und die zurück zum Anfang. Eist, ich werde dort eine weiße Kugel nehmen. Aha. Schlüssel Eist, die geht zu den Eist, die Art Reue. Ach so. Du Mäßladen und Köpfst auf Finger. Und das wird jetzt zurück im Herzog zeigen, nicht sein Apartment und die Cops. Streichholzschachtel, Rattengift, aha. Schüssel mit etwas Mais auf dem Tisch, das ist danke, Resilienten Royal, mein Teil Ace Team. Das hatten wir, das haben wir gemacht. Trieffernbindung, dieses Inventar Betrieb zu entfernen. Habe ich. Eine Batterie aus Fernbedienung. Wir haben zwei. Batterie. Wozu? Ich hab zu... Wieder reinstecken. Es ist erwiesen, dass Polyanid-Drinks einen würzigen Geschmack verleiht. Ach was. Fast fertig. Jetzt geht's. Verbessert Cocktail. Herzwäflung. Hotdog noch mit rein. So, noch ein bisschen Schminke. Jetzt das Wasser oder was? Los, trink. Ganz ruhig, Pater. Was fehlt denn hier noch? Ich werde nervös, wie hier weiterkommen. Ich glaube, da fehlt Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. Das hat also noch gefehlt. Oh. Mehr fällt mir nicht ein, was ich da reintun könnte. Vorsicht beim Trinken. Oh. Aha. Okay. Das ist der, den er mag. Pater? Pater? Und wenn er vorher nie was gesagt hat, wird das jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja. Der Zahn der Zeit nagt an uns allen. An manchen mehr, an manchen weniger. Das hat uns jetzt gebracht. Vater, ich will seinen Schönheitsschlaf nicht unter... Kugel. Da und damit jetzt was wie wo, Ich denke. Was soll uns das jetzt bringen? Was sollen wir jetzt mit einer Billardkugel machen?
Ich hab schon mach's gut gesagt. Hauen wir hier ab. Ich will nicht meinen Verstand verlieren, so wie er. Antenne. Jetzt hat er seinen Drink. Können wir sie dem Polizisten vielleicht einmal hauen? Fällt gerade wirklich nichts ein, was wir mit einer Kugel machen könnten. Außer vielleicht hier das Spiel spielen. Einmal. Ich denke nicht, dass das. Hetja. Also. Ich spring nicht über eine. Ich denke nicht. Eine nutzlose Seitengasse. Wird bestimmt noch irgendwann nutzvoller. Nein, nicht zurück. Tja, also. Bitte. Nein. Nein? Nicht. Ja, da also. Nein. Tja. Was machen wir da? Wenn die komplette Lösung uns nicht mehr weiterhilft, sind wir echt blöd. War schon so verzweifelt, die komplette Lösung zu benutzen. Tauben auf dem Dach. Lieber Tauben auf dem Dach als eine Meise. Man kann sich 4 Arten Krankheiten holen, wenn man die Viecher nur anguckt. Also, lieber nicht. Ja. Nein. Das. Ich denke nicht, dass das klappt. Wäre ein Versuch wert gewesen. Das klappt nicht. Verdammte Flugratten. Oh, Trichter. Diese Tauben sehen hungrig aus und sie sehen mich so komisch an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Die stehen uns im Weg, die Flugratten. Diese Tauben sehen hungrig aus und... Hungrig sehen sie aus. Diese Tauben sehen... Nein. Ihr habt da. Anu? Diese Tauben sehen hungrig aus und sie sehen mich so komisch an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Immer noch hungrig. Ja. Was sollen wir da noch tun? Bierpunkt, das brauchen wir scheinbar. Das diese Tauben sehen hungrig aus und sie sehen mich so komisch an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Hier kommen wir auch nicht weiter.